Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog seit fast 2 Jahren. Ich hoffe, ich kann das überhaupt noch. Feedback gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gerade auf dem Weg zu einem Event, und das Lustige ist, dass mein letzter Vlog in der gleichen Location stattgefunden hat. Damals hieß es noch Cyberobics und jetzt heißt es The Read. Dort veranstaltet ein befreundeter Fotograf von mir sein erstes eigenes Event mit, ich glaube, 6 oder 7 Models, verschiedenen Looks, verschiedenen Outfits und alles. Ich bin gespannt, ich werde jetzt mal reingehen und euch so gut es geht mitnehmen. So, ihr Lieben, jetzt hier das Vorherbild. Ich werde jetzt zurechtgemacht für das erste Shooting. Es wird ein Sportoutfit, habe ich hier auch schon an. Und ja, jetzt lasse ich mich erstmal verwöhnen. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. I hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. So, ihr Lieben, der erste Look ist fertig und jetzt wird geshootet. Marcel ist schon ready. Man sieht dich nicht, man sieht nur das Licht, jetzt da. Und ja, jetzt geht's los. Ich zieh mich mal aus. So, Outfit und Location wechseln, wie sie mir vorhin aussehen. Ganz kleines bisschen windig hier und schwer zu merken. Ja, jetzt machen wir draußen ein bisschen Bilder, dann werde ich mich mal umziehen. Und dann machen wir später noch Abendkleidbilder. So, jetzt wird erstmal sich darüber unterhalten, wie geile Haare ich habe. Sie hat geile Haare. Sie hat echt geile Haare. Make-up-Artist lieben dich. Ja, das ist schon mal sehr gut, die halbe Miete. Und jetzt kriege ich auch erstmal ein neues Outfit, einen neuen Look. Und zwar, das war ja jetzt hier ein Tages-Make-up und eine Tagesfrisur quasi für die Sportoutfits. Und vielleicht sollte ich vorher den BH wechseln, bevor wir die Haare machen. Und jetzt bekomme ich nämlich ein Abend-Make-up für ein Abendkleid. So, ich werde jetzt hier frisiert und währenddessen esse ich Eis. Das ist doch mal ein richtig guter Plan. It's not a game that I am playing, my love. Try to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. So.
So, ich habe jetzt den zweiten Look quasi. Das ist jetzt das Abend-Make-up mit dieser unfassbar schönen Frisur. Das ist so Wahnsinn. Da ist die Künstlerin. Ja, schön, dass der Kunde gefällt. Ja, absolut. Sieht so schön aus. So, eine Haarnadel und dann geht das Shooting weiter. So, ihr Lieben, ich bin gerade wieder zu Hause rein und ja, wie unschwer zu sehen, ich bin ziemlich fertig und ja, war ein langer, anstrengender Tag, vor allem, weil ich eben ja nicht wirklich fit bin, aber egal, ich habe es überlebt und jetzt freue ich mich wahnsinnig darauf, mir endlich was zu essen zu machen und ja, das werde ich jetzt auch tun. Foodblogger werde ich hiermit sicherlich nicht, aber das ist mir sowas von egal. Ich freue mich total, dass mein Essen fertig ist und werde es mir jetzt einfach nur schmecken lassen. So, die Frisur ist noch wunderschön. Mein Gesicht habe ich schon zerstört. Und ja, es ist so ein wunderschönes, befreiendes Gefühl, sich nach so einem langen Shooting-Tag endlich abzuschminken und frei zu sein von der ganzen Schmiere im Gesicht. Ich mag das ja überhaupt gar nicht, wenn das so alles zugekleistert ist und umso schöner, ja, wenn man dann quasi alles wieder los ist. Ja, für mich geht's jetzt ins Bett und gute Nacht.